TPA. Kann nicht TPA machen. Warp. Ach, ist was von. Oh, da ist kein. Hä? Hab ich das direkt? Achso, ist dieselbe Welt wahrscheinlich. Oh, es ist natürlich wieder alles umgeändert. Red. Cockbeef und ich sehe komischerweise, hier sollen ja Icons drauf sein, aber ich sehe die nicht. Ich weiß nicht wieso. Ich kann mal ganz kurz, Moment. Hauen wir mal alle raus. Machen wir mal den Shader aus. Keine Ahnung, wo hier Icons sein sollen. Carrots, Grilled, Apple, Pumpkin Pie, Reed, Egg, Melon. Oaklock, Quarzblock, Coltrum Item, Brewing Stand, Snowblock, Hard Clay. Ist alles nicht, was ich brauche. Name Tag, Saddle, Achievement Tab. Glass Bottle. Rose Red. Bone. Hä? Ah, da geht's weiter, okay. Was ist das? Video überwacht. Wie geil ist das denn? Hat sich aber jemand den Kopf genommen. Nicht schlecht gemacht bei dem Kopf. Gold Ingot, da haben wir es noch. Iron Ingot, Diamond. T. Okay, Optionen, Shader, machen wir den Shader wieder rein, so. Okay, Ressource-Paket, da haben wir wieder das Honigball-Texturenpack rein, fertig. Ich jetzt hier stundenlang in der Mall mir irgendwie einen Topf zu bezweifeln für den Herrn, aber für den Herrn, das ist wahrscheinlich irgendein kleiner Junge. Es tut mir zwar sehr leid für dich, aber ich mach das lieber so. So, dann nehme ich jetzt hier. Und ich weiß, ich habe Erze, aber warum sollte ich jetzt die Erze verschwenden, wenn ich mir die Spitzhacke so verzaubern kann, dass ich aus den Erzen viel mehr rauskriege? Wäre ja Schwachsinn für mich. So, dann wollen wir ganz kurz. Ich bin mir sicher, ob wir noch zu bauen kommen in der Folge, weil ich nehme natürlich gerade ganz schön lang ein. Warp. Farm. Ich nehme natürlich gerade mega lang auf. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir jetzt noch dazu kommen. Und dann hauen wir mal mit drauf. Goldrüstung. Hab ich ja mal 64 Hände auf der Tische, wo die ganzen Items hier verloren gehen herkommen. Level 21. Der eine ist schon weg. Bin mir jetzt nicht sicher. Ne, wir sind immer noch tot. Da ist keiner mehr. Da nehmen wir auf jeden Fall noch einer. Es wird ein bisschen dauern, wenn wir zu tot sind hier mit den Leveln, aber das ist auch nicht so schlimm. Da wird es halt einfach nur. Ist halt normal auf dem Körper, dass man nicht alleine so normal steht. Das macht halt so super aus. So. Jetzt sind wir bei 25, das ist sehr schön. Da kommt schon wieder ein neuer Tip Flow irgendwie. Der Flash Snap HD. Ich find's auch geil, wie hier wirklich fast jeder LP oder HD. HD.
Adi, LP. Das hat man ja auf YouTube vor allen Dingen ganz groß, dieses Ding. Dass irgendwie 100 Leute sich HD nennen oder LP oder TV oder was weiß ich nicht. Du guckst auf den Kanal und dann sind die einfach nur dazu da, um. Also die sind nicht da, aber die liken einfach nur komplett LPs und so. Das ist mega verwirrend. Wenn wir, sag mal, du tust auf YouTube umsuchen und willst ein paar neue Kanäle, was die Leute so machen so, was da so an coolen Spielen so angesagt ist momentan. Und dann kommst du auf diese HDLP-Channel und da ist einfach nie was drauf. Das ist sterbe ständig. Das ist echt katastrophal. Warum nimmt der ein Feuerschwert und ich weiß nicht. Dann. Da ist eine Kartoffel. Hab ich die Kartoffel? Boah, ich hab 6 Kartoffeln. Da liegt Eisen. Oh mein Gott, da liegt Eisen. Hüt! Da liegt Eisen. Nein, ich kann das Eisen fallen lassen, glaubst du. Ach komm schon. XPA XPOWL 19. Okay, wer ist denn da online gekommen? Keine Ahnung. Also wenn irgendwas brennt, habe ich sicher erwischt, das weiß ich auf jeden Fall schon mal. Komm schon, ein Level noch. Ein Level noch, kann doch nicht so schwer sein, ja. So eine Monsterfalle muss ich mir auf jeden Fall irgendwann mit dem Flamer bauen. Ist natürlich mit Spawnern gemacht, muss man einfach sagen. Diese Monsterfalle hier ist mit Spawnern gemacht. Man bräuchte natürlich ziemlich krasse Spawning Grounds, um das hier nachbauen zu können. Hab ich Geld leider. Oh, warte mal. Doch, cool, Kettenstiefel. Thanks. Sehr nice, Kettenstiefel sind cool. Hätte der ein Eisen für mich? Warte, komm zu mir. Ich habe gerade eins dabei. Das ist ja kein TPA-Schild. Hoppa. Hier ist Verzauberung. So, mal gucken, ob wir unsere Spitzhacke ordentlich verzaubern können. Ach man. Wow, Quatsch. Home. McFloggy erbärmlich. So, dann packen wir die Spitzhacke mal hier rein. Kettenstiefel. Ich hab's auch vorhin. Hier haben wir jetzt Zombie-Hände, die können wir später aber mal weggeben. Das ist jetzt nichts, das man aufheben müsste. Ich hab doch vorhin Leder gehabt. Hallo? Wir haben Kartoffeln. Und hier ist ein bisschen was fertig, das ist natürlich auch geil. Können wir mal, warte mal hier, nehmen wir uns einfach mal hier so und so. Sehen wir, du solltest mal deinen Shop nachfüllen. Mache ich. Da gab es ja auch schon Probleme hier auf dem Server. Einige haben ihren Shop nicht nachgefüllt, das fanden andere nicht so cool. Und, das ist Katastrophe. Ich persönlich würde ja sagen, es ist vollkommen egal, ob jemand seinen Shop nachfüllt. Wenn jemand den Shop gekauft hat, dann ist es eben sein Shop. Shop meine ich. Wenn, was der mit dem Shop im Endeffekt macht, ist vollkommen egal. Das ist seine Sache. Er hat den Shop gekauft. Der bezahlt dafür Geld. Also, egal. Also, weiß nicht.
Warum ist da hier so ein Streitgespräch deswegen gibt, kann ich nicht sagen, kann ich nicht beurteilen. Ich finde es sinnlos. Warte, kein Hühnchen rausgewonnen. Ich finde es sehr sinnlos. Wir haben noch 6 Mal... Sehr schön. Genau, da haben wir hier jetzt 8 Mal den, dann haben wir hier drüben ein bisschen davon, können dann hier noch 3 anpflanzen und da haben wir erstmal genug von allen 3. Und ich würde mir direkt jetzt, wenn ich einmal dabei bin... Ich bremse den Meter da gleich mal, dann muss der nachher nicht sinnlos durch die Gegend rennen. Ach ja, Redstone kommt nicht rein. Redstone kriege ich nochmal, weil ich noch keinen Effizienzhacker habe. Ihr wird dann sicher... Alter, was soll denn der Mist? Warum tust du alles bei dir mit dran? Wir reden müssen gleich. Das denkt ja sonst was. Das kommt da rein. 4 reichen, ja, für einen halben Stapel. Für den Stapel. Wenn da war noch was drin. Na komm, mach mal so. Ich glaube einfach mal da, wo was drin ist, was davor. Oh, das ist auch egal. Das ist auch vollkommen egal eigentlich. So, dann machen wir noch ganz kurz eine Schere und dann scheren wir mal unsere Schafe. Och nee, die haben echt wieder Schlüpfer an. Ist ja süß. Ich brauche ja echt gar keinen Eingang. Ich habe ja Fliegekräfte, aber egal. So. Super, es wird gerade Nacht. Da können wir uns mal auf ein bisschen Looting-Tour begeben. Da würde ich mir aber vorher doch lieber gerne eine Rüstung anziehen. Haben wir denn irgendwas? Ach komm, hier, komm. Ich verballer mal einfach ein bisschen Rüstung, Haltbarkeit und dann haben wir hier noch... Boah, hier, das ist voll die OP-Rüstung. So. Dann nehme ich mal noch ein zweites Schwert mit und dann gehen wir einfach mal auf Looting-Tour jetzt hier, komm. Go, go. Ich will looten. Lass mich looten. Wo sind Mobs, die ich looten kann? Lass mich looten. Loot, loot. Einige bauen hier echt wunderschöne Dinger hin. Muss man einfach mal so sagen. Sieht echt geil aus, dass manche hier hinzaubern. Würde ich auch gern können. Was ich jetzt aber momentan gerade viel lieber können würde gerne, ist das Finden von Mobs. Aber irgendwie... Schaf ist jetzt nichts für mich. Wir haben ja 4 Schafe, wir brauchen mal eh nicht. Da hat irgendwie einer... Ist der Server gecrackt? Nein. Da noch 2 den Gedanken. Das heißt übrigens gecrackt. Da kommt der rechtschreibende Nazi hier wieder mal zum Vorschein. Deutsche Rechtschreibung, was? Was ist das eigentlich? Zombie-Allee? Zombies? Uhu, Zombies! Wohl gesagt, das ist die Zombie-Allee. Hallo. Zombies. Ich hätte gern Zombies. Darf ich meinen Bogen bitte wieder? Ich
muss, also rechtschreibungstechnisch sind die Leute manchmal hier ein bisschen, naja, und ist so halt, weil verkauft jemand Pfeile, ja. Ich find keine Zombies, ein Zombie jetzt, das wäre gar wundervoll, wundervoll. Ich will eigentlich keine Zombies, ich will echt Skelette haben, aber finde ich auch gar nicht. Na gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, wir haben jetzt nicht wirklich viel gebaut, wir haben viel gesucht, haben dann hier ein bisschen angebaut und so. Ist schon ein bisschen mehr geworden als letztes Mal. Beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall bauen, dann werde ich wahrscheinlich die oberste Etage komplett wegreißen und werde da versuchen, was dran zu basteln. Da schauen wir mal und bis dahin wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ob eventuell Zombies? Natürlich nicht. Tschüss!